Grüner geht es kaum. In St. Peer Pescador hat der Club Nautik des Ortes seinen kleinen Yachthafen direkt hinter die Brücke zur Altstadt an den Fluss Fluvia gebaut. Der Fluss führt durch ein Naturschutzgebiet und mündet 1,5 Kilometer weiter in den Golf von Rosas. Wie und womit man hier Boot fahren darf, ist relativ kompliziert, weshalb uns das mal Präsident Juan Marc Poch persönlich erläutert. Wir erlauben Boote bis zu 7 Metern Länge. Die perfekte Länge liegt aber eher bei maximal 6 Metern. Unser größtes Problem ist die Wassertiefe des Flusses Fluvia. Der Fluss kann extrem viel Wasser führen, aber auch sehr wenig. Deshalb können wir über das Jahr gesehen nur eine Wassertiefe von 1 Meter in der Fahrrinne gewährleisten. Fremde Boote dürfen auf dem Fluss generell nicht fahren, aber keine Regel ohne Ausnahme. Man muss sich schlicht früh genug um eine Lizenz namens ACARA und ein Kennzeichen kümmern. Sie erhalten eine Art Pass, nachdem sie alle Informationen über ihr Boot zur Verfügung gestellt haben. Die Höhe der Zahlung für die Lizenz ACARA ist abhängig von der Motorleistung ihres Schiffes. Sie können die Lizenz für einen Tag, eine Woche, ein Jahr oder Saisonteile bekommen. Aber dann auch tatsächlich die Lizenz von der Wasserbehörde in Girona zu erhalten, ist keine schnelle Sache. Warum man sich trotzdem ein paar Tage im Fluss gönnen sollte? Hafenmeister Mario González zeigt uns mal, wie nett es in St. Peer Pescador ist. Der Parc Natural de Aquamolls ist das größte Feuchtgebiet in Katalonien. Von hier lassen sich prima Wander- und Radtouren auf festen Routen mit tollen Möglichkeiten für Tierbeobachtung starten. Und dann ist da das sehenswerte 2000-Seelendörfchen selbst. Von hier aus gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten, auch mit dem Kajak. Und am Strand können Sie Windsurfen, Kitesurfen, Paddelsurfen oder auch Jetski-Fahren ausprobieren. Eigentlich haben wir hier alles an Wassersportarten. Wir sind außerdem von einer ganzen Reihe von Campingplätzen umgeben und haben deshalb viele Bars und Diskotheken im Ort. Der Marina Schnellcheck. Der Hafen bietet 160 Liegeplätze für kleine Boote ohne Tiefgang. Tanken kann man am Hafenkopf bei Hafenmeister Mario González. Für ein 7-Meter-Boot zahlt man 45 Euro pro Nacht in der Hochsaison 2017. Direkt am Eingang gibt es hinter den Recyclingtonnen eine Kajakschule mit Bootsverleih. Hier findet sich ein schlichter Sanitärbereich in Containern. Im Clubgebäude gibt es bessere Duschen. Die Anlage verfügt über einen 2,5-Tonnen-Kran. Müll wird getrennt gesammelt. In der Hochsaison führt dieser Weg zu einem Restaurant. In der Rezeption klärt man auch die Anmeldeformalitäten. Ab an den kilometerlangen Sandstrand der eigentlichen Attraktion von St. Peer Pescador. Das hier ist ein Surferparadies. Regelmäßig trifft sich hier die Surferszene zu internationalen Wettbewerben. Sho Peetz kitet hier mit ihrer Familie nur noch zum Spaß. Ich bin früher gesurft, richtig auf Wettbewerben. Ich war 2-mal spanische Meisterin, vor vielen Jahren. Aber dann bin ich zum Kiten gewechselt. Die ganze Ausrüstung ist dabei so schön leicht. Heute haben wir 20 Knoten Wind. So um 15 Knoten sind an diesem Strand eigentlich perfekt für alle, egal ob sie kiten oder Windsurfen. Und wenn der Wind dann mal nachlässt, hat man in St. Peer Pescador schlicht auch einen der schönsten Badestrände der ganzen Costa Brava.